Hallo und herzlich willkommen bei Hauptstadtsport TV. Mein Name ist Nils Tischer, heute mal alleine und ich treibe mich dieses Mal auf der Saisoneröffnungsfeier des Tennisclubs SCC rum. Da zeigen wir euch auch später noch die besten Bilder des heutigen Tages. Außerdem in der Sendung Spitzenton beim Rendezvous der Besten, Wasserball sowie Hockey vom BHC. Und hier gleich gegenüber vom Tennisgelände ist das Mommsenstadion und da mussten die Berlin Rebels jetzt mal wieder ran. Die Saisoneröffnung nach dieser verpatzten letzten Spielzeit. Und das war gar nicht so einfach, weil da ging es gleich mal gegen die deutschen Meister des letzten Jahres, gegen die New Yorker Lions aus Braunschweig. Es war kämpferisch, zeitweise spannend und Football auf gutem Erstliganiveau. Doch am Ende jubelten dann doch die New Yorker Lions aus Braunschweig. Vor dem Spiel konnten wir keine Videoanalyse machen, weil sie ja noch kein Match bestritten hatten. Aber als wir dann gesehen haben, wie sie das so machen, sind wir besser in die Partie gekommen und konnten einige Big Plays machen. That's the way we want it. Dieser unglaubliche 74-Yards-Run besiegelte das 31-9 aus Braunschweiger Sicht. David McKenzie überrollte die Defense der Rebels im Alleingang. 8 Berliner können den Running Back, oder sollte man Wiesel sagen, nicht stoppen. Da muss der Defense-Coach der Charlottenburger noch mit seinen Jungs dran arbeiten. Testspiel, wir haben gesehen, wir müssen noch schneller werden, wir müssen agieren, wir müssen unser Tackling wieder reinfinden. Und dann hätten wir auch die 3 Dinger stoppen können. Genau, denn vor allem in den ersten beiden Vierteln waren die Rebellen auf Augenhöhe. Braunschweig kam kaum über die Mittellinie, so stark war die Rebels-Defense. Doch man merkte, dass das Team noch nicht perfekt abgestimmt ist. Hier kann Gregor Lietzau gerade noch die Interception verhindern. Der Nationalspieler ohnehin mit einem sehr starken Match. Ich habe Gregor Lietzau da. Ja, der ist ganz schön gut. Der ist ein National Team Receiver und der kann Spiele machen. Ja, ich habe ein paar anderen jungen Leute, der Spiel Receiver, Matthias und Dominic und so. They do a great job. Den einzigen Touchdown der Rebels machte dann Dominik Helmbold, schöner Pass, schöner Catch, so einfach kann's gehen, war es dann am Ende aber nicht. Die Ansätze machen dennoch Hoffnung auf die bevorstehenden Saison. Für die Braunschweiger entschied dann Anthony Dablé mit 2 Riesenruns das Spiel. Also abhaken, Kopf hoch und die Schrauben fein justieren. Der nächste Gegner lädt förmlich dazu ein, denn dann kommen die Aufsteiger von den Hamburg Huskies ins Mommsenstadion. Okay, ich stehe jetzt hier mit Jens vom Vorstand und mit Tino vom Active Club. Jens, darf ich dir mal die Frage stellen, was wird heute bei dieser Saisoneröffnung den Teilnehmern des Tages so geboten, Jens? Naja, es ist so ein bisschen einerseits gucken und unsere besten Spieler so ein bisschen bewundern. Wir haben davon eine ganze Menge. Ein paar deutsche Meister, sogar einen Weltmeister haben wir dabei. Die spielen hier eine Showdoppel und dann haben wir so eine kleine Champions League unter allen SCT kleinen Sternchen. Das ist organisiert. Dann gibt es eine Möglichkeit auch für alle, eine neuartige Innovation von unserem Partner Babolat sich anzuschauen. Da gibt es einen bestimmten Schläger, den man testen kann. Für Kinder gibt es ein riesengroßes Programm. Da geht es über eine kleine Mini-Tennis-Olympiade hin, auch zum Schnuppertraining, Probetraining. Also insofern haben wir im aktiven Bereich eine ganze Menge. Und Rahmenprogramm haben wir natürlich, wie man im Hintergrund hört, ein bisschen Musik, auch Live-Musik. Also ist ja ein richtig volles Programm heute hier. Ja, Tino, an dich jetzt nochmal die Frage, was wird denn den Mitgliedern, wenn sie dann hier im Verein sind, so während der Saison so geboten? Ja, also wir haben da auch eine ganze Menge. Im Jugendbereich natürlich die Jugendtennisschule, die bei uns das Tennistraining veranstaltet. Dann haben wir den Active Club, der gegründet wurde, allein dafür, dass die Hürde für Neumitglieder möglichst klein gehalten wird, um auch aktiv Tennis zu spielen. Also da bieten wir mittlerweile an 7 Tagen die Woche Gruppentrainings an, wo wir Spielstärken übergreifend dann Mitglieder zusammenführen, sodass sie sich aneinander kennenlernen und ihr Spiel verbessern. Wir bieten Tennisreisen an. Dieses Jahr geht es in den Ali Bey Cup in die Türkei mit dem Trainer Christopher Blömicke. Das Guten Morgen Training. Also wir organisieren sehr, sehr, sehr viel für die Mitglieder, sodass die rare Zeit beim Arbeiten dann hier versüßt werden kann in der Freizeit. Okay, super. Jens, an dich jetzt nochmal eine sportliche Frage. Was sind denn für diese Saison so die sportlich gesteckten Ziele? Also grundsätzlich ist es immer beim Tennis recht schwierig.
wir sind auf einem relativ guten Niveau, insbesondere im Jugendbereich. Da sind wir seit 4 Jahren der beste Verein in Berlin-Brandenburg. Da sind wir auch recht stolz drauf. Diverse Berliner Meisterschaften, da kann man nur versuchen, seinen Standard zu halten. Und im Erwachsenenbereich haben wir unsere ersten Damen jetzt in der Regionalliga. Das ist die dritthöchste Spielklasse in Deutschland. Das ist für den SCC ein sehr, sehr großer Erfolg. Auch auf Berliner Ebene ist es somit die beste Mannschaft, zusammen mit ein, zwei anderen. Bei den Herren sind wir leider aus der Regionalliga letztes Jahr abgestiegen. Wir haben da eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wir arbeiten vielen Talenten. Aufgrund unserer sehr guten Jugendförderung versuchen wir da auch die Integration zu schaffen von dem Jugendbereich in den Erwachsenenbereich. Und unser momentanes so ein bisschen Aushängeschild sind die ersten Herren 40. Da werden wir in diesem Jahr um die deutsche Meisterschaft spielen. Da haben wir auch einige absolute Top-Acts verpflichtet, und zwar Weltranglistenspieler, ehemalige Nummer 3 der Welt, Magnus Larsson wird hier spielen, Thomas Enqvist, ich glaube, der war sogar noch weiter vorne, und noch zwei andere, Jonas Björkmann, Thomas Johansson. Wir haben einen Weltmeister hier, der ist sogar im SCC ständig vor Ort, der spielt auch im von Tino gerade erwähnten Active Club mit, ist da Trainer integriert. Also wir haben wirklich, glaube ich, große Ziele, die versuchen wir zu verwirklichen, mal schauen, ob es funktioniert. Ja, da wünschen wir euch damit auf jeden Fall viel Erfolg. Und wir zeigen euch heute mal die Eindrücke des heutigen Tages. Auf jeden Fall ist es hier eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre. Sehr, sehr viele gute Freunde von uns sind hier bereits Mitglied. Und es war für uns also ganz einfach, dann auch uns dort anzuschließen. Ich habe eine tolle Mannschaft gefunden, mit der wir in der zweithöchsten Liga Deutschlands, in der Ostliga spielen. Ein toller Zusammenhalt. Familie, das ist hier alles. Jeder kennt sich, man begrüßt sich. Nach der Schule trifft man sich hier. Ja, alles mein Alltag spielt sich eigentlich hier im SCC ab. Hinter mir wird ja schon fleißig gehüpft und getont. Deutlich professioneller geht es aber bei unseren nächsten Protagonisten zu. Beim Landesausscheid vom Rendezvous der Besten war der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Tanzen und Ton und viele weitere Elemente verschmelzen da ineinander. Und wer beim Landesausscheid die Nase vorne hatte und wer beim Bundesfinale hier in Berlin dann wieder zu sehen ist, das zeigen wir euch jetzt. Tuyu Stars und Rendezvous der Besten. Der Berliner Turn- und Freizeitsportbund hatte wieder zu seiner Showveranstaltung mit dem ganz besonderen Namen eingeladen. In der Schöneberger Sporthalle verschmolz Kunst mit Sport zu beeindruckenden Showeinlagen und alle Teilnehmer hatten ein Ziel. Das hier. Das hier. Und die Goldmedaille. Ja. Besonders begehrt war der erste Platz vor allem in einer Disziplin. Die Tuyu Stars waren der klare Höhepunkt des Tages. Es ist das Motto, einfach eine Geschichte erzählen, und das tun sie dann auch. Und das tun sie mit Kostümen, aber auch mit viel, viel Dekoration und mit Kulisse. Und das, also eben dieser Bereich, gefällt mir besonders gut. Bei Bildern wie diesen ist das auch kein Wunder. Am erfolgreichsten waren diese beiden Gruppen, die nicht nur einfach eine Geschichte erzählen, sondern gleichzeitig auch noch Werte vermitteln wollen. So wurde zuerst für den Weltfrieden und später für den Umweltschutz geworben. Die Jury belohnte dieses Engagement des SV Berlin Buch verdientermaßen mit dem ersehnten Edelmetall. Ein Jahr lang hatte die Showgruppe sich für diesen Auftritt vorbereitet. Entsprechend groß war die Erleichterung